Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung, jetzt ist es wirklich soweit. Sommerpause ist vorbei. Sven ist wieder am Start, ich bin wieder am Start. Ja, es gab ein bisschen wenig Videos. Sorry nochmal dafür, aber wir haben es ja auch lang und breit angekündigt. Ich war ein bisschen im Urlaub, ja, sowas soll es geben, obwohl es nur so ein halber Urlaub war, muss ich wirklich ja sagen. Sven weiß ja auch Bescheid. Wir sind Was, immer dass du noch nicht an der gearbeitet Berlin-Con hast, dran. natürlich. Ja, ich will nicht, vielleicht wissen wir jetzt, wo ihr dieses Video seht, schon ein bisschen mehr. Das ist die Woche der Entscheidung, würde ich sagen, was die BerlinCon angeht. Spätestens nächste Woche müssen wir uns mehr oder weniger ja auch klar committen, ob der Vorverkauf in welchem Form und wie viele Tickets und so weiter. Und wir sind dran und wir haben jetzt auch relativ hohe, gute Hoffnung, aber ich will nicht vorgreifen, weil ich weiß es einfach nicht, was jetzt noch passiert, vor allem auch in Berlin. Wir sind gespannt, aber sehr hoffnungsfroh. Aber heute wollen wir einfach mal wieder über Spiele reden. Finde ich auch Aber schön. Moment mal, ich wollte gerade noch sagen, ich habe dich mehrfach versucht im Urlaub anzurufen und durfte mir immer anhören, du bist im Pool, du bist gerade auf deinem privaten Weingut und pflückst ein paar Trauben und Ja, sowas alles. klar. Klar, natürlich, natürlich. Ups, sollte ich das jetzt hier nicht verraten? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Und das Ja, Gold ja, aus ja, der ja. Mine hat er auch in den Händen. Ich kann ja alles Mögliche behaupten. Aber tatsächlich habe ich auch mal Goldmine gespielt. Und das wollen wir euch heute vorstellen. Und das finde ich sehr schön. Du bist ja, erst dachte ich so, hä, wieso schlägst du jetzt plötzlich ein Kinderspiel vor? Aber dann ist mir klar geworden, ah ja, nee, du bist doch ein großer Fan von kleinen Spielen, die was mit Gold zu tun haben. Immer, also Gold ist prinzipiell immer eine gute Lösung und nein, ich bin aber tatsächlich wirklich ein Fan von guten kleinen Spielen und da kommen wir nämlich auch zu MyGoldMine, denn es ist meiner Meinung nach auch ein kleiner Goldschatz, dieses Spiel, denn es hat sehr viel gemein und da gehen wir gleich mit Sicherheit noch drauf ein, von einem Spiel, das ich sehr mag und wo ich vor vielen Jahren, bevor ich mit meinem Kanal begonnen habe, ein Video gesehen habe, wie du und Kron das im Flugzeug gespielt haben und zwar Tiefseeabenteuer, nee, Tiefseetauch. Doch, Tiefseeabenteuer war es. Ja, jetzt wo du sagst, mir ist es noch gar nicht so aufgefallen, dass das was damit zu tun haben könnte. Aber ja, du hast recht. Ja, das sind auch schöne, ist auch ein schönes kleines Spiel. Und ja, wir haben es hier erstmal mit dem Spiel zu tun aus der neuen Open-and-Play-Reihe. Tatsächlich, einer der wenigen Videos, die in der Sommerpause online gegangen sind, war ein Video, das ich mit meinem Sohn gemacht habe zu Monster 12, auch ein Spiel aus dieser Reihe. Zeichnet sich letztlich aber nur dadurch aus, kleine Schachtel, einfache Regeln, aber sonst jetzt auch nichts Verrücktes. Open-and-Play fand ich Und es immer. hat einen Magnetverschluss. Ja, es hat einen Magnetverschluss. Ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie so wie verrückt, so du lernst es beim Spielen oder irgendwie sowas. Es ist einfach nur einfache Regeln und kleine Schachtel, ja, mit so einem Verschluss. Genau. Und das Ganze ist eben ab 7 Jahren, also durchaus auch für Kinder geeignet, würde ich auch so sagen, habe ich auch mit den Kindern schon gespielt. 2 bis 6 Spieler, 25 Minuten und der Autor, wo steht er denn hier? Ah, hier Das unten, ist der drei Stück. Hans Bö, der Doktor. Also erstmal muss ich ja sagen, ganz witzig. Es ist der Moment, wo war er? Dr. Hans. Höhe. Ja, aber zwei Dr. andere, Michael Loth und Christoph Schilling. Hans-Joachim. Ja, Ja. Dr. Hans-Joachim Höhe. Ihr merkt, wir müssen uns wieder eingrooven auf irgendwie. Wir sind hier wieder digital. Das letzte Mal haben wir ja den Charity-Stream gemacht, wo du in echt hier warst. 12.000 Euro haben wir gesammelt. Mega. Ja, Ich weiß nicht, ob du es schon wirklich. gesehen hast. Das Geld ging heute auch raus und da Kratz. kommt bald auch noch ein Video. Und nee, es ist Dr. Hans-Joachim Höhe. Erstmal muss ich sagen, ich finde es immer wieder spannend, wenn Leute sich mit ihrem Doktortitel auf der Schachtel schreiben lassen. Aber dazu muss ich noch sagen, wer den Dr. Joachim Hans Höhe kennt, weiß, dass der eine ziemliche verrückte Nuss ist und gar nicht aussieht wie der typische Doktor. Denn das ist unter anderem auch der Autor und der Mitgründer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Spiel Instabil, die inzwischen Teil von Funtainment sind und der auch Feed the Kraken gemacht hat. Also das ja immer noch nicht ausgeliefert ist, aber den Kickstarter heißt doch Feed the Kraken, doch Feed the Ja, Kraken. für Ja. die Crack. Und ja, das ist auch der Autor davon, was man vielleicht gar nicht so weiß. Cool, Und ja, der nee, auf lebt jeden in Krem Fall. und ist jetzt bei Kosmos. Ja, cool. Also, und es ist ein schönes kleines Spiel. Regel gibt es jetzt von mir kurz auf die Ohren, aber wirklich ganz einfach. Und dann darf Sven gleich mal sagen, warum das ein kleiner Goldschatz ist. Bis gleich. Bei My Goldmine spielen wir alle hier solche wackeren Zwerge, gehen in die Bergwerk hier, wo es Gold gibt, aber wo hier am Ende auch der Drache lauert. Wir klauen im Prinzip dem Drachen das Gold. Und das ist natürlich gefährlich. Am Anfang sucht sich jeder natürlich eine Farbe aus, dann bauen wir die Goldmine auf, am Anfang immer gleich. Hier haben wir so unsere Ausgangsleiter, dann kommen einfach dreimal drei Karten hier Bergwerk, dann hier unser Startgold,
Karte mit dieser Goldlore, dann nochmal drei Karten Bergwerk, am Schluss der Drache. Wenn man dran ist, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht eine Karte hier vom Schürfstapel oder man zieht eine Karte vom Exit-Stapel. Ja, hier kriegt man Gold und man versucht möglichst viel Gold eben zu finden, um die Runde zu gewinnen. Und beim Exit wiederum geht man auf Sicherheit, hört quasi auf in der Runde und bewegt sich dann ein bisschen Richtung Ausgang. Und es funktioniert ganz einfach, wenn man dran ist, dann zieht man entweder eine Karte hier vom Schürfstapel oder eine Exit-Karte und dann ist schon der nächste Spieler dran. Das heißt, wenn wir jetzt hier mit Rot anfangen, die würde natürlich hier diese Karte ziehen. Das ist einfach ein Gold wert und man bleibt stehen. Ja, so, zack, oh, das ist verkehrt rum. So, zack, jetzt wäre schon der nächste Spieler dran. Ja, der würde in dem Fall sicherlich auch dieses Gold hier nehmen. Der nächste Spieler auch dieses Gold. Oh, und jetzt seht ihr, dadurch, dass jetzt dieser Spieler dieses Gold genommen hat, erscheint jetzt der Drache. Und das bedeutet, dass der Drache hier eins weiter nach vorne geht. Und diese Drachenkarte kommt einfach aus dem Spiel. Und jetzt ist wieder der nächste Spieler dran. Auch hier ganz normal einfach ein Gold. Der nächste Spieler hat jetzt diese Karte hier aufgedeckt. Das bedeutet, er nimmt diese Karte, mal angenommen, es wäre jetzt der grüne Spieler. Und durch diese Laterne bedeutet es, dass er ein Feld Richtung Ausgang gezogen wird. Ansonsten ist diese Karte auch ein Gold wert. Und dann gibt es noch, ich gucke mal hier, um euch das gleich mal zu zeigen. Genau, gibt es noch diese Arten von Karten. Nehmen wir mal an, das wäre die nächste Karte hier oben gewesen. Die sieht es 2 Gold wert. Und da sieht man aber diesen Drachen. Wenn jetzt zum Beispiel der schwarze Spieler dran wäre, dann könnte er sich diese Karte nehmen, muss dann aber auch ein Feld Richtung Drachen laufen. Ja, und dann hätte eben der Spieler wieder einfach nur ein Gold, würde stehen bleiben. Aber dann hat er wieder einen Drachen aufgedeckt. Und jetzt wird es natürlich speziell für den schwarzen Spieler schon langsam brenzlig, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt der Drache auf ein Feld kommt, wo ein Mitspieler steht, dann scheidet dieser hier für diese Runde aus und verliert auch alle Karten, die er in der Runde gesammelt hat. Nur die Spieler, die es am Ende der Runde schaffen, hier aufs sichere Exitfeld zu kommen, bei denen wird geguckt, wer hat das meiste Gold in der Runde gesammelt und der bekommt Punkte. Und ja, was kann jetzt der schwarze Spieler tun, wenn er jetzt zum Beispiel dran wäre? Dann würde er, also die Karte kommt ja wieder weg. Könnte übrigens natürlich sein, dass direkt hier drunter wieder ein Drache gewesen wäre. Dann hätte er ihn sofort erwischt. War aber nicht, war Glück, war jetzt sozusagen, jetzt ist diese Karte, die könnte der schwarze Spieler gar nicht nehmen, weil dann würde er sich ja selbst in den Drachen reinbewegen. Ja, die zweite Möglichkeit ist, eine Exit-Karte zu ziehen. Und das würde natürlich der schwarze Spieler in dem Fall machen. Bei den Exit-Karten gibt es jetzt verschiedene Sachen, die drauf sein können. Manchmal ist ein Symbol, manchmal zwei. Bei zwei Symbolen kann man wählen. Und hier ist es ziemlich cool für den schwarzen Spieler, weil er könnte jetzt wählen, entweder ein Feld nach links zu laufen oder sich die Position mit einem anderen Spieler zu tauschen. Und das würde er natürlich dann sofort mit dem grünen Spieler machen, um sich hier schon ein bisschen mehr in Sicherheit zu bringen. Ja, die Karte kommt auch raus. Jetzt kommt der nächste Spieler dran. Wäre es jetzt der grüne Spieler, würde der sicherlich auch gleich eine Exit-Karte ziehen. Ja, und hat dann auch zwei Möglichkeiten, entweder einen Schritt oder alle werden einen Schritt Richtung Exit bewegt. Kann auch eine Option sein. Mit diesen Möglichkeiten kann man zum Beispiel auch dafür sorgen, dass man die anderen Spieler aus dem Spiel rausschmeißt, obwohl der Drache noch relativ weit weg ist und dann hat man in Ruhezeit alleine hier die Runde noch zu gewinnen. Ja, aber in dem Fall macht er vielleicht einfach nur einen Schritt und ja, dann käme der nächste Spieler dran und ja, vielleicht ist es der Gelbe und der hat richtig viel Mut und nimmt noch diese Karte hier, würde sich hier eins fortbewegen. Aber ja, wenn jetzt zum Beispiel eben der schwarze Spieler dran kommt und ja, hätte jetzt zum Beispiel einfach den Mut gehabt, hier noch eins vorzugehen, dann wäre der wieder ein Drache erschienen und jetzt wäre der gelbe Spieler einfach schon raus. Und so geht es jetzt eben immer weiter, bis entweder der Drache alle gefressen hat, dann gibt es in dieser Runde überhaupt keinen Sieger, oder es ein paar Leute eben hier auf diesen Exit hier geschafft haben. Die es da geschafft haben, die zählen dann einfach ihre Goldnuggets, die sie gesammelt haben. Und der Gewinner, der kriegt einfach drei dieser Goldnugget-Punkte, die zweite 2, der dritte 1 von diesen Goldnuggets und dann wird einfach die nächste Runde gespielt. Insgesamt spielen wir drei Runden und diese Goldnuggets, die man sammelt, die sind in der dritten Runde einfach
nochmal ein Gold wert. Das heißt, in der dritten Runde, wenn du drei Goldnuggets gesammelt hast, wäre das wie, ich würde das Spiel schon mit zwei Karten, mit diesen zwei Karten hier beginnen, hätte einfach schon drei Gold Vorsprung vor jemand, der zum Beispiel gar keine Goldnuggets in den vorigen zwei Runden gesammelt hat. Und das ist ein ganz schöner Mechanismus. Das heißt, man sammelt in den ersten zwei Runden eigentlich nur so einen kleinen Startspielervorteil für die finale dritte Runde. Und wer da dann die meisten Gold Nuggets verdient hat und nicht vom Drachen gefressen wird, natürlich, der hat das Spiel gewonnen. Du willst wissen, warum das ein kleiner Goldschatz ist. Also erstmal primär, weil ich gerade zu doof bin, diese Schachtel aufzubekommen. Und zweitens, weil Goldnuggets drin sind. Hui, fancy Ja, pants. schöne Goldnuggets, ja. Ja, nein, also es sieht mega toll aus. Ihr habt es ja gerade auch schon gesehen mit diesen Illustrationen. Und ich bin ja ein großer Fan von den ganzen oder von sehr vielen von den Oink Games und vor allen Dingen eben auch von Tiefseeabenteuer oder Tiefseetaucher. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich noch ein paar Mal falsch sagen. Ihr wisst, was gemeint ist. Ich sehe die blaue Schachtel dahinter, witzigerweise, aber sie liegt so, dass ich den Titel nicht erkenne. Ja, Und es hat nee. diesen super witzigen Push-Your-Luck-Effekt, dass ich immer genau überlegen muss, wie weit gehe ich noch? Ziehe ich jetzt noch eine Karte oder eine Nugget oder gehe ich doch zum Exit? Und man ist hier auch immer so ein bisschen hämisch am Lachen, wenn man es schafft, irgendwie. Es geht ja nicht nur darum, die eigene Haut zu retten, sondern es hat ja auch noch diesen witzigen Effekt, kann ich die Exit-Karte so manipulieren, dass ich die anderen rausschmeiße und ich dann der alleinige Nutznießer bin. Wir haben aber auch schon Situationen gehabt, die total abstrus waren, wo wir es zu viert gespielt haben. Man hat die anderen drei geschafft, wirklich zum Ausgang zu zwingen, hängt noch irgendwie zwei Felder, der Drache ist entfernt und denkt, komm, ein bisschen geht noch. Und plötzlich ziehe ich drei Drachen hintereinander und denke mir, oh mein Gott, das kann nicht Ja. sein. Und wir haben bei diesem Spiel in verschiedensten Rundenkonstellationen über die Familienspieler, mit denen haben wir es gespielt. Wir haben es aber auch mit meiner Hardcore-Wargaming-Jungsrunde als Absacker gespielt und wir haben Tränen gelacht. Es funktioniert einfach in jeder Konstellation und also uns taucht es total. Wie war es bei dir? Ja, also ich muss sagen, ich habe es jetzt mehr im Familienkreis gespielt, eben vor allem mit meinen Kindern. Und da hat es aber auch wunderbar funktioniert. Wie gesagt, ich hatte zuerst sogar vor, das vielleicht sogar mit meinem Sohn vorzustellen, aber tatsächlich, ja, hätte man einfach eine Partie, ich spiele, mache das ja nur das Let's Play-Part mit meinen Kindern. Von daher, ja, es funktioniert wirklich schön. Ich finde auch gerade mit den Kindern war es schön zu beobachten. Das Spiel macht dieses Push-Your-Luck-Element sehr schön erfahrbar für die Kinder. Ja, weil es macht natürlich auch, und was auch schön ist, es macht ja einen riesen Unterschied bei dem Spiel, wie viele Leute mitspielen, weil es eben ein Unterschied ist, wie lange es dauert, bis du wieder dran bist. Ja, ob du dir dann erlauben kannst, einfach sozusagen da so zwei Felder vorm Drachen noch irgendwas zu machen, wenn dann irgendwie drei Leute hinter dir kommen. Dann könnte das deutlich zu riskant sein, ja. Also Absolut. das ist wirklich auch schön und sehr plastisch sozusagen, was da passiert und was passieren könnte. Und da habe ich richtig gemerkt, je öfter ich mit meinen Kindern gespielt habe, dass eben da so eine richtig schnelle Lernkurve war. Und dann haben die selber gut angefangen, das abzuschätzen. Kann ich jetzt doch riskieren oder eher nicht? Ja. Und was ich auch schön finde, ist, dass dieses Rundenprinzip, dass man im Prinzip ja diese mehreren Runden hat, aber eigentlich kommt es ja fast nur in Anführungsstrichen auf die finale Runde an und die ersten Runden sind eigentlich mehr so zum Warmspielen und zum kleinen Startvorteil rausholen. Finde ich aber echt auch ganz nett, weil du Das ist willst ja mal, natürlich die diesen haben auch. Startvorteil, aber gleichzeitig weißt du auch, du hast auch, selbst wenn du irgendwie die ersten Runden verkackt hast, hast du trotzdem noch eine Chance zu Du hast gewinnen. eine Chance. Wir haben aber auch wirklich Partien gehabt, wo jemand, der die ersten beiden Runden, das war nämlich ich habe die erste Runde habe ich gewonnen und die zweite Runde war ich Zweiter und hatte dann also schon fünf Nuggets als Vorsprung. Und ich habe dann die dritte Runde habe ich mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Also wo ich schon gemerkt habe, okay, das hat dann schon was ausgemacht. Aber genau, es ist halt das Schöne, dass du halt nicht das Gefühl hast eben, dass du total abgehängt bist. Ich habe auch so das Gegenbeispiel. Wir haben es am Wochenende auch mit der lieben Rita gespielt. Rita, Grüße gehen raus. Der Rita Model. Und es war auch ein totaler Spaß, denn auch da hatte wir nämlich die Situation, dass Rita die ersten beiden Runden komplett immer vom Drachen gebrutzelt worden ist und gar keine Nuggets hatte und dann wirklich am Ende halt voll auf Risiko gegangen ist und die uns dann voll abgezockt hat, weil sie halt irgendwie über 20 Nuggets dann gesammelt hat. Und wir da saßen so, wow, was ist hier gerade passiert?
Und das macht das Spiel auch so gut. Es vereint wirklich, wie du schon sagst, man kann es mit den Kindern spielen, so ab 6 würde ich auch sagen. Es geht für Erwachsene, es geht für die Einsteigerrunde, aber es geht auch für die Vielspieler. Wir haben es also tatsächlich, wir haben letzte Woche mit meiner Vielspielerrunde, haben wir das erste Mal Embarcadero, ist ein echter Hirnzwirbler, sage ich euch, Ja. gespielt. Und haben danach das als Absacker gespielt und hatten einen Mordsgaudi, dass wir einfach den Kopf leeren konnten. Und das ist halt Cool. cool. Ich mag solche Spiele, die das halt vereinen, im Endeffekt die ganzen Zielgruppen so zusammenzubringen, was schon echt cool ist dann. Ich habe ja auch beide Open Play Sachen jetzt gespielt, also auch Monster 12. Und da muss ich auch ganz klar sagen, My Goldmine ist da definitiv das bessere Spiel und auch im Gegensatz zu Monster 12, was wirklich aus meiner Sicht zwar ein nettes Kinderspiel ist, aber eben nur ein nettes Kinderspiel. My Goldmine kann ich mir definitiv auch sehr gut vorstellen in reinen Erwachsenenrunden. Von daher ja, wirklich schönes Ding und kann man nur empfehlen. Ja, also ich bin da absolut bei dir. Du kannst es wirklich halt mit allen spielen. Ich finde, eine Sache muss man vielleicht noch sagen und beachten, weil ich kenne das selber. Ich habe jetzt eine Tochter, die wird jetzt bald 6. Ich glaube, es gibt einen kleinen Unterschied und zwar, wie man es spielt, weil man kann es hier schon sehr, sehr hämisch und viel Schadenfreude Das spielen. stimmt. Ich glaube, da muss man halt drauf achten, gerade bei kleineren Kindern oder bei Kindern jetzt so irgendwie ab 6, 7, die vielleicht noch so ein bisschen Probleme damit haben, wenn man zu schadenfroh ist und dann bitterböse lacht. Sollte man Das nicht ist. tun. Das sollte man da nicht tun. Das sollte man sich dann eben für die Runden mit den Erwachsenen aufbewahren, da die Schadenfreude. Aber sonst funktioniert es wirklich in jeder Konstellation sehr, sehr gut. Ja, also wirklich tolles Ding. Ich habe noch ein paar Schlussworte. Jetzt war natürlich Sommerpause, ist jetzt auch einiges passiert. Ich will es nur kurz aufzählen, gibt noch Update-Videos, aber ich wollte sagen, es gibt jetzt endlich ein erstes neues Datum für unser Spielewochenende für alle Unterstützer ab 10 €. Gibt es aber auch noch ein Update-Video am Wochenende. Aber ich wollte es schon mal sagen: 1. bis 3.10. Falls ihr es irgendwie nicht mitgekriegt haben solltet ihr Unterstützer seid, dann guckt noch mal in eure jeweiligen Postfächer oder Postings rein. Und ja, ansonsten. Wir sind dran an der BerlinCon. Habt da noch ganz bisschen Geduld. Wir müssen jetzt noch ein bisschen auf die Politik warten, dann noch ein, zwei Sachen klären. Aber nächste Woche ist es soweit. Und dann gibt es da definitiv auch Klarheit. Muss jetzt auch kommen, sonst ist es zu spät. Ja. Und so ist es. Ja. Genau. Genau. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns vor allem auch, dass die Sommerpause vorbei ist und dass es jetzt wieder öfter Video gibt. Ich freue mich aufs Tainted Grail Video nächste Woche. Ja, du, also ich bin jetzt gerade dabei und ich bin jetzt schon echt weit. Mein aktueller Status ist, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich sehe es im Regal stehen. Sehr gut. Nein, nächste Woche wird es nichts anderes. Aber es wird kommen. Auch eben wird Oath noch kommen. Das war das letzte Wunschvideo. Sorry, das habe ich auch nicht vom Urlaub geschafft und mit dem ganzen Berlin-Con-Stress. Aber da bin ich auch dran. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, dass es jetzt wieder weitergeht. Hab einen Frosch im Hals und sag Tschüss. Bis zum nächsten Video. Quark. Macht's gut. Ciao.